ein Familienhaus besticht insbesondere durch den unbezahlbaren Ausblick auf den Emder Seedeich. Moin aus Fibelsum. Heute möchten wir Ihnen ein Familienhaus aus dem Baujahr 1958 präsentieren. Das Eigentumsgrundstück bemisst eine Größe von insgesamt 940 Quadratmeter. Die Wohnfläche beträgt 90 Quadratmeter. Beheizt wird das Objekt durch eine Brennwerttherme, die aus dem Jahr 2004 stammt. Folgen Sie uns auf einen kleinen Rundgang durchs Haus. Wir beginnen im kleinen Flur. Zu Ihrer Linken befindet sich das Wannen- und Duschbad mit WC. Das Badezimmer ist aus den 70er Jahren und verfügt über zwei Fenster. Zurück zum Flur. Hier befindet sich auch die alte Elektrik. Diese ist noch nicht erneuert. Zu Ihrer Rechten geht's in die Küche. Dazu später mehr. Vom Flur aus haben Sie den Zugang direkt in den Keller. Weiter geradeaus gelangen Sie in das Wohn- und Esszimmer. Dieses Zimmer wurde im Jahr 1978 durch einen Anbau ergänzt. Von hier aus haben Sie den fantastischen Blick auf den Emder Seedeich. Außerdem verfügt dieses Objekt teilweise mit Außenjalousien. Hier befindet sich noch das Highlight des Wohnzimmers. Das ist ein dekorativer Kaminofen. Dieser kann leider nicht befeuert werden. Weiter angrenzend an das Wohn- und Esszimmer befindet sich das Schlafzimmer. Auch von hier aus haben Sie den fantastischen Blick in den Garten und auf den Emder Seedeich. Ausgelegt ist dieser Fußboden mit PVC-Belag. Und jetzt möchte ich Ihnen die Küche präsentieren. Vom Flur aus gelangen Sie direkt in die Küche. Die Küche ist mit einem sehr großen Fenster ausgestattet und eine alte Einbauküche. Angrenzend daran gelangen Sie direkt in den Hauswirtschaftsraum. Hier befindet sich eine Zweitküche. Auch Ihre Waschmaschine könnte hier ihren Platz finden. Angrenzend daran befindet sich der Heizungsraum. Die Heiztherme, die Brennwerttherme aus dem Jahr 2004, ist hier zu finden. Außerdem verfügt dieser Raum noch über weiteren Stauraum und Einbauschränke. Direkt zur Rechten gelangen Sie in die Garage, hierzu später mehr. Und jetzt möchten wir Ihnen das Obergeschoss präsentieren. Über eine steile Holztreppe erreichen Sie das Obergeschoss. Im gesamten Obergeschoss befindet sich eine Holzbalkenlage. Hinter mir befindet sich das kleine Schlafzimmer. Dieses Schlafzimmer ist mit Teppichboden ausgelegt und außerdem verfügt es über weitere Stauraummöglichkeiten. Hier, dieses kleine Dachfenster bietet Ihnen ein wenig Tageslicht. Auch der Flur ist mit Stauräumen ausgestattet. Zu meiner Rechten befindet sich der Abstellraum. Von hier aus gelangen Sie auf den Dachboden. Das Dach wurde in den letzten Jahren erneuert, jedoch ist keine Dämmung zu finden. Hier auf der anderen Seite befindet sich das größere Schlafzimmer. Dieser Schlafraum ist mit PVC ausgelegt und an den Wänden finden Sie weiße Vertäfelungen. Das Obergeschoss ist nicht mit Außenjalousien ausgestattet. Und jetzt möchte ich Ihnen den wunderschönen Außenbereich präsentieren. Die sehr geräumige Garage bietet Ihnen Platz für ein Auto und zusätzlichen Stauraum für Geräte oder Ähnlichem. Außerdem befindet sich im hinteren Teil der Garage eine Werkstatt, die von der Garage durch eine Tür getrennt ist. Die vorhandene Werkbank ist bereits im Kaufpreis enthalten. Das manuelle Garagentor wurde im Jahr 2008 eingebaut. Der vordere Teil des Grundstücks ist mit einem hochwertigen verzinkten Schmiedeeisenzaun eingegrenzt. Zusätzlich befindet sich im seitlichen Teil zwischen der Garage und dem Metallschuppen eine abgerundete, schön verzierte Schmiedeeisentür, die den Zugang in den hinteren Teil für ungebetene Gäste verhindert. Auch im linken seitlichen Außenbereich befindet sich eine Metallwand mit einer Tür. So, und jetzt präsentiere ich Ihnen den Garten. Zu meiner Linken befindet sich die Südterrasse mit Markise und zu meiner rechten Seite befindet sich ein zusätzlicher Metallschuppen. Dieser dient für zusätzlichen Stauraum. Im mittleren Teil des Gartens befindet sich noch eine weitere Zisterne mit Schwengelpumpe. Die Schwengelpumpe ist jedoch aktuell kaputt. Von hier aus haben Sie den wunderschönen Blick auf den Emder Seedeich. Wenn Ihnen dieser kleine Rundgang gefallen hat durch diese wunderschöne Immobilie, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Das Ahoi-Team wünscht Ihnen einen schönen Tag.